Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Was Pampasgras nicht mag, welche Pflegefehler man auf keinen Fall beim Pampasgras machen sollte, das möchte ich euch hier einmal in meinem Video erklären. Bevor ich loslege, habe ich ein kleines Anliegen in eigener Sache. Ich erreiche erfreulicherweise sehr viele Zuschauer hier mit meinen YouTube-Videos, was mich wirklich wahnsinnig freut. Aber es haben nur ca. knapp 3% der Zuschauer, die hier regelmäßig meine Videos schauen, auch meinen YouTube-Kanal abonniert. Deshalb meine Bitte an euch, wenn euch die Videos gefallen oder weiterhelfen oder ihr auch Interesse am Thema Garten habt, denn da kommt einiges in nächster Zeit, dann abonniert gern jetzt einmal unten kostenlos meinen YouTube-Kanal. Ihr unterstützt mich damit wirklich wahnsinnig auf YouTube, um auch weiterhin für euch diese Videos zu machen. Und ich freue mich natürlich auch über jeden neuen Zuschauer, der dazukommt. Genauso übrigens wie auch über einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Pampasgras ist an sich eine recht pflegeleichte Pflanze, wo man nicht allzu viel falsch machen kann. Aber die Sachen, die man falsch machen kann, die haben es dann tatsächlich an sich und sorgen dafür, dass das Pampasgras ja vielleicht eingeht oder keine Blüte ausbildet, die übrigens erst so im August, September anfängt. Ja, was ist so der erste Fehler, den man machen kann beim Pampasgras? Meistens, wenn man sich neu gekauft hat, dann einen falschen Standort auszuwählen. Was Pampasgras nämlich gar nicht mag, ist ein richtig windiger, kalter und schattiger Standort. Wenn das der Standort für euer Pampasgras ist, wird es in der Regel eher sehr klein und mickrig bleiben und auch keine Blüte ausbilden. Deshalb ist es besser, wenn man hier einen schön warmen, sonnigen und auch windgeschützten Standort auswählt, denn da fühlt sich das Pampasgras dann richtig wohl. Kommen wir zum Gießverhalten. Auch da gibt es einige Sachen, die man falsch machen kann. Was Pampasgras nicht abmag, ist Trockenheit und auch keine Staunässe. Das heißt nicht zu viel und nicht zu wenig Wasser. Hier sollte man einen gesunden Mittelweg finden. Das Erdreich sollte eigentlich immer leicht gleichmäßig feucht gehalten werden. Das ist auch wichtig bei größeren Pflanzen, dass man da noch mal so ein bisschen drauf achtet. Wenn es nämlich längere Zeit trocken und heiß ist, kann es auch nicht schaden, auch das Pampasgras selbst in der Größe mal zu gießen. Ja, worauf muss ich achten? Staunässe, das mag Pampasgras überhaupt nicht. Das heißt, wenn ich irgendwo mein Pampasgras gepflanzt habe, wo das Erdreich einfach so verdichtet ist oder sich Wasser stauen kann, steht es ständig im Nassen, dann fangen die Wurzeln an zu faulen und das Pampasgras wird euch auf kurz oder lang höchstwahrscheinlich kaputt gehen. Aber halt auch Trockenheit ist nicht ganz so gut fürs Pampasgras, damit kommt es im Gegensatz zu anderen Ziergräsern auch nicht so gut zurecht und erholt sich vor allem, wenn es längere Zeit der Trockenheit ausgesetzt wird, auch nicht wieder so gut. Deshalb ist halt auch darauf zu achten, wenn es längere Zeit mal warm und trocken ist, dass man doch mal guckt, ob man das Pampasgras gießen sollte. Also Trockenheit und zu viel Wasser, das mag Pampasgras gar nicht. Ein weiterer Punkt, was Pampasgras nicht mag, ist der Nährstoffmangel. Wenn man sein Pampasgras gar nicht düngt und nicht dafür sorgt, dass es Nährstoffe bekommt, ja, wird es in der Regel nicht wirklich an Wachstum zulegen, wird auch keine Blüte ausbilden. Deshalb sollte man bis zur Blüte hin, also das ist meist so August, September, alle ja, ungefähr 6 Wochen, sage ich mal, plus minus 2 Wochen, sein Pampasgras mit einem organischen Dünger düngen. Kann man Kompost nehmen, Kompostwasser, Brennnesseljauch etc. oder ihr kauft einen organischen Dünger, das geht auch. Aber wichtig ist, dass man sein Pampasgras halt düngt, weil Nährstoffmangel mag es halt gar nicht. Ja, es gibt auch einen weiteren Punkt auch, was Pampasgras nicht mag, das ist nämlich falsch zu schneiden. Häufig wird zu viel geschnitten, häufig wird zum falschen Zeitpunkt geschnitten. Ja, wann setzt man am besten die Schere an? Das ist im zeitigen Frühjahr. Was Pampasgras nämlich nicht mag, ist, wenn man es vor dem Winter zurückschneidet. Vor allem häufig wird es auch so gemacht, dass es dann komplett radikal einmal zurückgeschnitten wird. Das wird auch ganz gern im Frühjahr gemacht. Das ist gar nicht notwendig. Wie es richtig geht, zeige ich euch hier einfach mal in einem Video, verlinke ich euch. Könnt ihr euch mal anschauen, wie ich mein Pampasgras immer zurückschneide. Man muss sich nämlich gar nicht hier einmal die radikale Lösung wählen. Und vor allem halt auch der Zeitpunkt ist wichtig, weil wenn man sein Pampasgras einfach ja, nach der Blüte oder im Winter zurückschneidet, dann ist es den Witterungen im Winter komplett schutzlos ausgeliefert. Das heißt, das Herz der Pflanze im Inneren, das ist dann dem Frost ausgesetzt, kann kaputt frieren, dadurch kann die Pflanze kaputt gehen. Das mag halt das Pampasgras gar nicht. Auch ein fehlender Winterschutz und der ist ja dann nun da, wenn ich mein Pampasgras einmal komplett weggeschnitten habe. Auch das mag Pampasgras nicht. Man sollte für ein bisschen Winterschutz sorgen, damit es gut durch den Winter durchkommt. Wie das geht, verlinke ich euch auch hier einmal im Video. Schaut euch das mal an. Auch das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Deshalb, besser ist es im zeitigen Frühjahr, wenn keine schweren Fröste mehr zu erwarten sind, zur Schere zu greifen. Denn wenn man zu früh zurückschneidet, mag es das Pampasgras nicht, weil dann halt auch der Winterschutz fehlt und das mag es auch nicht. Hier hat man dann quasi 2 Fehler gemacht, indem man das Pampasgras einfach zu früh zurückgeschnitten hat.
Ja, und das waren auch schon die gängigsten Punkte, was Pampas Gras nicht mag. Viel mehr gibt es da eigentlich gar nicht. Ich sagte ja, das ist eine an sich recht pflegeleichte Pflanze. Nur die Fehler, die ich euch gerade genannt habe, die haben es dann auch tatsächlich in sich. Und damit kann man entweder dafür sorgen, dass das Pampas Gras kaum wächst, nicht blüht oder schlimmstenfalls halt auch kaputt geht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und vor allem auch weitergeholfen. Wenn ja, dann freue ich mich hier über einen Daumen nach oben. Abonniert ihr auch gerne meinen YouTube-Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.